Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte noch mal ein Bild machen, und zwar das 30 auf 30 cm. Ich habe noch von dieser Holzlasur habe ich ja noch was abgefüllt. Das möchte ich auch noch verbrauchen, bevor ich anfange mit dieser ohne Lösungsmittel zu arbeiten. Denk mal, wir machen ein schönes Bild. Ich habe dieses China Cridem, helles Rosa. Dann türkisgrün, und zwar im Prinzip muss ich dazu sagen von Amsterdam Expert, und das ist ein richtig schönes helles türkisgrün, und dieses Elfenbein schwarz dann noch, und natürlich diese Holzlasur ist weiß, dadurch haben wir ja den Kontrast dann. Okay, dann lasst uns starten, ich hoffe es gelingt gut, und dann bis gleich. Mache jetzt von dieser Holzlasur unten rein. Nehme dann gleich mal schwarz als Kontrast. Ein paar Bläschen rausmachen. Das Türkisgrün lasse ich jetzt aber mal von oben richtig rein. Und das China Cridem, also dieses Rosa, auch richtig rein, damit es auch wirklich an dieses Weiß rankommt. So, ich denke mal, das ist der erste Becher. Ihr könnt es auch hier vielleicht sehen. Weil sonst wird das zu viel. Komm, passt auf, ich mische da nochmal, dass wir vielleicht am Anfang auch ein bisschen haben. Einfach noch was drauf von dieser Holzlasur. Hier hat auch einige Luftblasen drin. Und wo ist mein China Cridem? Mein Rosa? Hat es komplett verschluckt. Das müssen wir ändern. Deswegen habe ich gar nicht so viel reingemacht. Noch etwas Holzlasur. Mehr China Cridem. Das hat es echt aufgefressen. Schwarz, denke ich mal, reicht. So, jetzt passt auf. So, wenn wir es mal etwas laufen lassen. Also ich mache das jetzt mal bewusst etwas schneller, damit es sich besser auseinanderzieht. Und da verschiedene Strukturen reingibt, also ein paar Kurven.
So. Wie gesagt, ich warne euch immer wieder, es riecht halt ein bisschen. Darum habe ich ja diese Holzlasso gekauft ohne Lösungsmittel. Und da müssen wir halt wirklich schauen, ob es auch funktioniert. Und das mal wieder runterlaufen lassen. Schade, wollte das eigentlich behalten, diese Kurve, aber gut. C'est la vie. So ist das Leben. So sieht es doch ganz cool aus. Da fehlt noch ein bisschen Farbe. Wie sieht es da aus? Da sieht es gut aus, außer hier. Okay, crazy. Ja, jetzt wieder ein paar Luftbläschen drin. Also irgendwie muss ich sagen, dieser Vinylkleber hat sich doch verändert. Und gibt eigentlich mehr Bläschen wie früher. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, er arbeitet mehr nach wie früher. Wurde auch schon von der Gabi angesprochen. Und da scheint wirklich was dran zu sein. Ich muss doch mal einmal mit Gerstegger sprechen und nachfragen. Okay, das lasse ich jetzt aber so. Wollte es eigentlich gar nicht erhitzen. Aber weil wir so viele Bläschen drin haben, ja, gehe ich noch mal kurz mit dem Heißluftföhn drüber. Ja, Wahnsinn. Wie viele Bläschen? Weil ihr habt ja immer diese Bläschenstruktur dann drin und kein glattes Bild, wenn ihr jetzt was ohne Silikon macht, so wie jetzt hier auch. Seht ihr hier dann? Das ist eigentlich bescheiden, sage ich jetzt mal. Okay, cool. Ich werde es jetzt so lassen. Ja, ich kläre das mal mit Gerstegger. Und dann lasse ich es kurz einwirken und zeige es euch dann wieder von nahem. Dann bis gleich. So, Freunde, jetzt mal von nahem. Also, um nochmal auf diese Bläschen zurückzukommen, weil ich bin auch kein Typ, der einen Tag warten möchte, die Farbe anrührt, bis die Bläschen draußen sind. Das muss ich unbedingt mal abklären. Weil ihr seht dann auch hier, na, das sind dann eigentlich wie so kleine Zellchen drin, die eigentlich keiner haben möchte. Und darum finde ich das nicht so toll. Ich habe also hier überall so kleine Bläschen drin. Seht ihr das? Die sollten eigentlich nicht sein. Aber gut. Aber dieser Cloud-Effekt funktioniert eigentlich ganz gut. Da haben wir. Hier oben haben wir jetzt zum Beispiel auch viele kleine Bläschen drin. Also ist nicht so schön. Okay. Ich hoffe, euch hat das Bild trotzdem gefallen. Ich finde es cool. So, Freunde, hier noch das getrocknete Bild. Ich finde es ganz cool geworden.
Dann dieser kleine Effekt hier. Es gab doch so einen kleinen Cloud-Effekt. Wie gesagt, ab und zu so ein paar Luftbläschen drin hier. Da muss ich noch mal schauen, einfach länger stehen lassen. Denke ich mal, dann wird es auch besser. Diese kleinen Adern. Okay. Und war's das von mir? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Bye.